Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Nicht nur Zeiten des Energiesparens sind beispielsweise auf großen Straßen oder Autobahnen oft die Straßenlaternen abgestellt. Und wer abends, also wirklich im Dunkeln, mal durch einen Wald spaziert ist, der kann manchmal die Hand vor den Augen nicht mehr erkennen. Das geht natürlich auch im Glauben vielen Menschen so. Viele Menschen können vielleicht gar nicht glauben, weil sie Gott irgendwie im Dunkeln ahnen, aber ihn so wenig erkennen, dass Glauben in ihnen wachsen kann. In einem Psalmwort heißt es: Gott, lasse sein Angesicht über uns leuchten, damit man auf Erden deinen Weg erkenne, deine Rettung unter allen Völkern. So wie eine Straßenlaterne den Weg im Dunkeln oder die Handylampe im Wald leuchten kann, so will Gott und viel mehr noch will Gott den Weg des Lebens erleuchten. Und darum ist es immer wieder wichtig, dass wir ihn bitten, lass dein Licht über unseren Wegen leuchten, damit wir die richtigen Wege gehen. Und was sind unsere richtigen Wege? Natürlich die, die zu ihm führen. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Guter Gott, du leuchtest heller als jedes Kunstlicht, das Menschen erschaffen können. Du leuchtest uns den Weg des Lebens. Hilf uns, dass wir deinem Licht vertrauen, dass wir immer wieder darum beten, dein Licht zwischen den vielen Irrlichtern unserer Zeit erkennen zu können, damit wir den Weg durch manche Dunkelheit finden können, hin zu dir. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.